So, wir haben jetzt gerade den 31. und zwar 23.55 Uhr. Jedes Jahr machen wir an diesem Tag eine Seite auf, eine bestimmte Seite, wo wir da sehen können, wie viele Menschen gerade, was sie tun, ja, oder was gerade auf der Welt passiert, sagen wir mal lieber so, wie viele Menschen gerade sterben, an was sie sterben. Das ist so eine Statistikseite und das machen wir immer wieder auf, jedes Jahr, um zu schauen, damit die Menschen auch mal bewusst wird, wie schlimm die Scharia ist. Ja. Also für die Leute ist jetzt ironisch gemeint, nicht, dass jemand sagt, hey, Ramazan, ja. Das ist jetzt ironisch gemeint, weil viele sagen, Scharia ist schlecht und so. Wir werden mal sehen, wie schlecht die Scharia ist oder wie gut die Scharia ist. Und das werden wir einsehen. Wie hört gerade Silvester, es wird gerade geballert. Allahu a'lam, vielleicht sind auch einige Muslime dabei. Möge den Allah vergeben und recht leiten. Oder erstmal recht leiten und danach vergeben. Wie auch immer, weil die brauchen erst die Rechtleitung, erst die Heilung und danach möge Allah die auf jeden Fall vergeben, weil es gibt Muslime, die gerade wirklich rumballern, rumschießen. Vielleicht sind auch gerade bei uns auf der Straße nur Muslime. Allahu a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, diese Leute recht leiten, die gerade gratulieren, feiern, Feste gehen, die vielleicht Sina machen, Unzucht machen. Gerade Feuerwehr, überall was los, ja, alle wollen feiern und so weiter. Die machen jetzt gerade, geben so viel Geld aus, Millionen von Euro für nichts. Und morgen stehen die auf, haben Kopfschmerzen. Und das ganze Jahr geht wieder weiter und dann machen die nächstes Jahr wieder dasselbe. Und irgendwann mal sind die tot, die ganzen Menschen sind tot, wir werden alle sterben. Überlegt man, in 120 Jahren wird keiner, der heute lebt, der heute geboren wird, wird es vielleicht nicht mehr geben. Ja, in 100, 120 Jahren ungefähr, maximal. Und überlegt euch mal, man vergeudet seine Zeit, man geht arbeiten und dies und das machen, mit der Familie ist man zusammen. Und am Ende ballert man rum und versucht dann einfach, seinen Frust am Ende des Jahres was rauszuholen. Und dann denkt man, das ist das Leben. Das ist der Sinn des Lebens. Subhanallah, yani. Wir gucken uns jetzt mal die Seite hier mal an, wie wir sehen hier. Ah, Geburten dieses Jahr, Geburten heute, Tote dieses Jahr. 59 Millionen Tote. 59 Millionen Tote heute, 161.000, ja, und so weiter. Das ist jetzt nicht so interessant. Wir gehen mal ein bisschen runter. Und zwar Gesundheit hier. Hier haben wir auf jeden Fall gerauchten Zigaretten, 15 Milliarden Todesfälle durch Rauchen, 4 Millionen 900, also fast 5 Millionen Todesfälle durch Rauchen dieses Jahr. Todesfälle durch Alkohol dieses Jahr, 2 Millionen 500. Überlegt mal, so viele Menschen sind gerade gestorben an Alkohol. Alkohol ist verboten. Todesfälle durch Rauchen dieses Jahr. Überlegt mal, Rauchen ist verboten aus Scharia und Alkohol ist auch verboten. Selbstmorde dieses Jahr. Boah, so viele. Ja, illegale Drogen. Über 400 Milliarden Ausgaben für illegale Drogen dieses Jahr. Unglaublich. Das alles gegen die Scharia gerade. Ja, jetzt haben wir hier Abtreibungen dieses Jahr. 42 Millionen Menschen, Kinder wurden, Säuglinge abgetrieben. Strengst verboten. Das ist genauso wie, wenn man jemanden tötet. Ja, überlegt euch mal, diese Sachen sind, ich guck mal nach der Uhrzeit, gleich fängt es ja von vorne wieder an, ja, das fängt ja gleich von vorne an, 0 Uhr, alles von 0, hört mal an hier, wie das Ganze rast. Super, guck mal hier, Abtreibung ist ja 11 Leute, 12, 12, 13, 14 Kinder, Säuglinge, 15 Säuglinge sind schon gestorben. Gerauchte Zigaretten, ja, ist ja Standard, die töten sich gerade alle. Todesfälle durch Rauchen dieses Jahr, drei schon gestorben. In wie vielen Minuten? Ein paar Sekunden. Nicht mal 3 Sekunden. Todesfälle durch Alkohol dieses Jahr, schon 2 Leute gestorben. Wenn die Scharia da wäre, wären diese 2 Leute am Leben geblieben. Wenn die Scharia jetzt da, also wir reden von der richtigen Scharia, nicht hier von IS oder von was weiß ich was. Die richtige Scharia. Ja? Das Gebieten ist Rechte und Verbieten ist Unrechte. Scharia. Und wenn jemand die Wahrheit sagt, ein Christ, ein Jude, kriegt auch seine Rechte. Unter Schutz der Muslime. Klar, wenn die Jizya und so zahlen, ist ja normal. Ne? Hier, Abtreibung, die ist ja 76, 77 schon Leute abgetrieben. Unglaublich, ja. Also unglaublich, was hier gerade passiert. Guck mal die Zahl gerade an, das ist jetzt nicht mal eine Minute um. 11 Todesfälle durch Rauchen, 6 durch Alkohol, 3 Selbstmorde und hier Abtreibungen. 107 Säuglinge sind schon tot. Mindestens die Hälfte hätten wir retten können mit der Scharia. Ja? Hier könnt ihr auch sehen, Zigaretten durch Rauchen, Alkohol, Selbstmord, 3 Leute sind schon tot. Und das ist jetzt gerade mal eine Minute immer noch nicht rum. Zweite Minute wollen wir gucken, wir warten auf die zweite Minute. Ach. Immer noch die Minute.
Todesfälle durch Alkohol immer noch 9. So, zweite Minute, Todesfälle durch Rauchen innerhalb in 2 Minuten oder 1 Minute, 20. Todesfälle durch Alkohol, 10. Selbstmorde, 4. Ja? Überlegt euch mal, was hier drin, also was hier geschrieben steht. Ja? Das ist unglaublich. 2 Minuten, wie viele Menschen gerade sterben. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ja, das ist, ich will nicht viel sagen. Jeder weiß, was ich damit meine, warum ich dieses Video mache. Ja, und da gibt es nicht viel zu reden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Wir müssen trotzdem natürlich mit jedem gut umgehen, egal ob Christ, Jude, was auch immer, Atheist. Spielt keine Rolle. Wir wollen mit jedem gut umgehen. Wir wollen das Gute, wir wünschen ja das Gute. Deswegen sagen wir, machen wir diese ganzen Videos und nicht das Schlechte. Und das ist der Beweis dafür, wie viele Menschen gerade sterben. Wie viele Leute sterben durch Terror, wie viele Leute sterben durch Alkohol, wie viele durch Rauchen, wie viele machen Verkauf durch Drogen, ja, und so weiter. Das sind Millionen Menschen im Jahr, die sterben. Und das sehen wir einfach gut. Das ist nicht schlecht. Dagegen machen wir einfach gar nichts, unternehmen gar nichts. Am Ende zeigen wir mit Finger auf Leute, die wir gar nicht kennen, die wir gar nicht sehen, die wir gar nicht wissen, was im Hintergrund überhaupt ist. Aber wir sehen im Supermarkt, dass diese Sachen erlaubt sind, Drogen, dass sie legal sind, zumindest in manchen Ländern, wie in Holland zum Beispiel, ja, da kannst du Drogen kaufen und so weiter, im Coffeeshop und so weiter. Und subhanallah, ja, ne? La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, es gibt weder Kraft noch Macht außer Allah. Und das wollten wir nochmal zeigen, ein paar Minuten. Wir schalten jetzt aus und genießen einfach unseren Tag und gehen dann schlafen.